Abend. Der schnelle Tag ist hin, die Nacht schwingt ihre Fahnen und führt die Sternen auf. Der Menschen müde Scharen verlassen Feld und Werk. Wo Tier und Vögel waren, traut jetzt die Einsamkeit. Wie ist die Zeit vertan? Der Port naht mehr und mehr sich zu der Gliederkahn. Gleich wie dies Licht verfiel, so wird in wenig Jahren ich, du und was man hat und was man sieht hinfahren. Dies Leben kömmt mir vor als eine Rennebahn. Lass, höchster Gott, mich doch nicht auf diesem Laufplatz gleiten. Lass mich nicht Ach, nicht Pracht, nicht Lust, nicht Angst verleiten. Dein ewig heller Glanz sei vor und neben mir. Lass, wenn der müde Leib entschläft, die Seele wachen. Und wenn der letzte Tag wird mit mir Abend machen, so reiß mich aus dem Tal der Finsternis zu dir.
Komponist Georg Muffat schreibt über seine Musik. Es hat die Musik mit den Blumen dies gemein, dass sie den Schatten und die Kälte fürchte. Durch des Lichts aber und der Wärme Guttat wachse und erhalten werde. Die Noten, die Saiten, die liebliche Musiktonen geben mir meine Verrichtung. Und da ich die französische Art der deutschen und welschen einmenge, keinen Krieg anstifte, sondern vielleicht derer Völker erwünschter Zusammenstimmung dem lieben Frieden etwan vorspiele. Türkaria, eine musikalische Beschreibung der Belagerung Wiens durch die Türken anno 1683. Thank you.
Angriffe gegen die städtischen Verteidigungslinien von Wien wurden immer häufiger und intensiver. Beide Seiten gingen zu offenem Terror über. So wurde auf osmanischen Befehl widerspenstige Gefangene vor den Augen ihrer Verteidiger hingemetzelt und die kaiserlichen Soldaten gingen ihrerseits dazu über, die Köpfe der gefangenen Türken auf den Wellen aufzupfählen und ihren Gefangenen bei lebendigem Leibe die Haut abzuziehen. Mitte August war der Gestank verwesenden menschlichen Fleisches zu einer permanenten Begleiterscheinung des Artilleriegeknatters und des Kampfgeschreis geworden. Ende August bereiteten sich die Türken auf die Bombardierung der inneren Verteidigungswelle vor. Am 4. September glückte es ihnen beinahe, durch eine 30 Fuß breite Bresche in der Mauer in die Stadt einzudringen. Nur mit Mühe konnte der Angriff abgewehrt werden. In dieser Nacht wurden die ersten Alarmraketen vom Turm des Stephansdomes abgefeuert. Sie sollten der Entsatzarmee signalisieren, dass größte Eile geboten war. Aber
auch die Türken verstanden das Signal und glaubten, endlich den bevorstehenden Sieg feiern zu können. Thank you.
Am 6. September waren die Vereinten Christlichen Hilfsarmeen endlich bereit, nach Wien vorzurücken. Am 9. September brach der Herzog von Lothringen das Lager ab und in 2 Tagesmärschen durch den Wienerwald rückten die Heere bis zu den Hügelkuppen der Stadt vor. Die Schlacht um Wien begann am frühen Morgen des 12. September nach einer kurzen, aufrüttelnden Predigt des kaiserlichen Beichtvaters, des Kapuzinermönchs Marco Daviano, in einer ausgebrannten Kapelle am Kahlenberg. In unzähligen Kolonnen stieg die Armee von den Höhen hinunter in die Ebene. Es war, als wälze sich eine Flut von schwarzem Pech bergab, die alles, was sich ihr entgegenstellt, erdrücket und verbrennet. Ach und weh, Mord, Zeter, Jammer, Angst, Kreuz, Marter, Würme, Plagen, Pech, Folter, Henker, Flamm, Stank, Geister, Kälte, Zagen. Ach, vergeh, Tief und Höhe, Meer, Hügel, Berge, Fels, wer kann die Pein ertragen? Schluck, Abgrund, ach, schluck ein, die nichts denn ewig klagen. Schreckliche Geister der dunklen Höllen, ihr, die ihr martert und Marter erduldet, kann denn der ewigen Ewigkeit Feuer nimmer mehr büßen, dies, was ihr verschuldet? O grausam Angst, stets sterben sonder sterben, hier ist der Fluch der unendlichen Strafen, hier ist das immer da wachsende Rasen. O Mensch, verdirb, um hier nicht zu verderben. Leopold den I. erreichte die Nachricht vom Sieg noch in derselben Nacht. Sobald es dämmerte, brach er auf und traf gegen Mittag vor Wien ein. Er betrat die Stadt, während die Glocken läuteten, die 7 Wochen lang geschwiegen hatten, und begab sich in den Stephansdom zum feierlichen Te Deum. In den Straßen aber häuften sich Schutt und Kot und der Abfall des Krieges, Kadaver und die Trümmer der Belagerungsmaschinen.
Es ist alles eitel von Andreas Gryphius. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo Itz und Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit der Herden. Was Itz uns prächtig blüht, soll bald zertreten werden. Was Itz und pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei. Kein Erz, kein Marmorstein. Itzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Taten Ruhm muss als ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist dies, was wir als köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblume, die man nicht wiederfindet. Noch will, was ewig ist, kein Mensch betrachten. Thank you.
Achte gut auf diesen Tag von Jalal Rumi. Achte gut auf diesen Tag, denn er ist das Leben allen Lebens. In seinem kurzen Ablauf liegt all seine Wirklichkeit und Wahrheit, die Wonne des Wachsens, die Größe der Tat, die Herrlichkeit der Kraft. Denn das Gestern ist nichts als ein Traum und das Morgen nur eine Vision. Das Heute jedoch, recht gelebt, macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück und jedes Morgen zu einer Vision voller Hoffnung. Darum achte gut auf diesen Tag. Muziek van Johann Joseph Fuchs, Turcaria. En zo heette dit concert ook, Turcaria, met het jaartal 1683. De Turken die Wenen belegerden. Het verhaal werd verteld, letterlijk verteld, door acteurspreker Thomas Hüft. En verteld door de muzici van twee ensembles. Armonico Tributo Austria onder leiding van Lorenz Duftschmidt en het ensemble van Ney-speler Kutsi Erguner. We hebben zo een heel gedetailleerd beeld gekregen eigenlijk van die belegering.
Want Fuchs schetst dat zo in zijn muziek. Curieuze Turcaria. De voorbereiding, het opstellen van de troepen, de slag zelf. Les combattants heet dat deel dan. En toen gingen ook de Turken er zich er echt mee bemoeien op het podium. Het was mooi om te horen. Ja, tot zover. Het concert in de Grote Zaal, Tivoli Vredenburg.